Hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich habe hier das neue Schleich Bayala Magazin. Mittlerweile die Nummer 48, kostet in Deutschland 7,99 Euro. Der eine oder die andere von euch wird jetzt vielleicht erschrecken. Was? Warum denn so teuer? Naja, die Heftbeilage dieses Mal ist extra groß. Ich habe es hier schon mal von Magazin gelöst. Das hier ist ein Einhornhengst mit Namen Fayo, ja, dieser Hengst müsste euch bekannt vorkommen, denn der ist schon mal erschienen. Und zwar haben wir hier nichts anderes als ein Repaint vom Mandala Einhornhengst mit der Nummer 70715. Und erst neulich ist dieses Modell nochmal als Sondermodell im Schleichshop erschienen, exklusiv, und zwar in der blauen Beach-Version. Ja, und damit ihr mal seht, wie groß der tatsächlich ist, das hier ist das Pegasus aus der letzten Ausgabe, ne? Das ist ein Fohlen, das hier ist halt ein Hengst. Oder zum Beispiel dieses Einhorn, das war, glaube ich, in der vorletzten Ausgabe drin, ne? Ihr seht, wie klein und zierlich das wirkt gegen diesen riesengroßen Fayo hier. Also das ist super und ich kann euch sagen, wir werden auch nicht in diesem Video besprechen. Die Figur kriegt von mir ein extra Video und ich werde ihn sowohl mit dem Mandala Einhornhengst und auch mit dieser blauen Version aus dem Schleichshop miteinander vergleichen. Dann seht ihr alle drei alternativen Bemalungen. Aber jetzt schauen wir uns natürlich das Magazin zu diesem wunderbaren Hengst hier an. Er ziert hier auch das Titelbild. Zudem könnt ihr hier 5-mal himmlische Gewinne gewinnen. Ihr könnt euch hier eine zauberhafte Einhorntasche selbst machen. Es gibt Eis am Stiel, Rätselspaß für alle und ein Comic haben wir natürlich auch wieder mit dabei. Also komm, lasst uns hier mal reinschauen. Ja, und hier seht ihr es nochmal. Wächter-Einhorn Fayo. Und der ist schon wirklich klasse geworden. Also für eine Heftbeilage ist der Burner. Das sieht halt aus wie eine ganz normale Schleich-Bayala-Figur. Und entsprechend halt der Preis dieses Mal für diese Ausgabe. Aber ihr kriegt halt noch ein Magazin mit dazu. Normalerweise sind die Geschichten in der Größe alleine schon bei Schleich viel teurer. Ja, als, was habe ich gesagt? 7,99 Euro, ne? Schon eine Hausnummer, aber Magazin plus der Hengst, schon der Knaller. So, hast du Lust auf zauberhafte Abenteuer und knifflige Rätsel? Dann komm mit, deine Sura. Ja, und dann blättern wir doch hier gleich mal weiter. Hier, Sera, Freundin der Pflanzen. Wenn es dir nicht gut geht, ist sie deine Elfe. Lerne Sera kennen. Gutmütige Schwester. Sera gehört zu Bayalas Königsfamilie. Wie ihre Schwestern Ayela und Sura ist sie eine Prinzessin. Doch sie ist nicht eingebildet, ganz im Gegenteil. Ihren Liebsten steht sie immer zur Seite und macht jeden Spaß mit. Ja, große Gefühle, seit sie den freundlichen Schattenelf Yaro zum ersten Mal gesehen hat, schwärmt Sera für ihn. Und pst, ihm scheint es ganz genauso zu gehen. Auf Seite 6 wartet ein süßer Comic mit den beiden auf dich. So, und sie ist natürlich eine fürsorgliche Elfe. Keiner kann Sera das Wasser reichen, wenn es um Pflanzen und Heiltränke geht. Die Elfe ist eine echte Expertin auf dem Gebiet. Deswegen kommen die Bewohner aus ganz Bayala in ihre Arztblüte, wann immer sie Heilung brauchen. Das hier ist die Arztblüte. Habt ihr die auch in eurer Sammlung? Ich habe sie tatsächlich nicht, aber ja, super. Wisst ihr Bescheid, ne? Sera, wenn es euch schlecht geht, einfach schnell Bayala besuchen. So, dann kommen wir hier zum Comic. Hilfe von Fayo. Und Fayo ist natürlich unser Einhornhengst. Das Sterneneinhorn wacht sorgfältig über alle Himmelswesen. Stella macht auch mit. Stella ist ein süßes und entschlossenes Sternschnuppenfohlen. Dori, die mächtige Glitzereule, liebt ihre Kinder und macht sich immer Sorgen. Sera, die Elfe, kennt alle magischen Pflanzen von Bayala. Und Yaro, der charmante junge Schattenelf, hat sich ganz schön in Sera verguckt. Ha. Ja, kein Wunder bei dieser romantischen Blumenwiese, ne? Mit Einhörner, Leute. Und wie sie guckt, ne? Wie sie guckt? Tja, wenn ihr das lesen wollt,
dürft ihr euch das nicht entgehen lassen. Ist auf jeden Fall wie immer schön routiniert, bunt gezeichnet. Grüße an das Team, was das hier immer macht. Das ist schon eine tolle Arbeit, muss man wirklich sagen. Ja, und Fayo, unser Hengst der Ausgabe, ist ja auch schon mit am Start. So, ich blätter mal weiter Richtung Heft Mitte. Hier, gut aufgepasst, da könnt ihr wieder Fragen aus dem Comic lösen. Dann haben wir hier ein Poster drin. Das mache ich hier mal schnell raus. Dann sehen wir es nämlich besser. Ja, hier sehen wir Fayo in einer steigenden Pose auf dieser wunderbaren Wiese. Ist irgendwie so ein Nacht- oder Abendhimmel, wie es ausschaut. Mit Glitzermähne und Glitzerschweif und die Hufe glitzern hier auch noch. Und hier so ein Herz mit Sternen als Tattoo auf der Flanke drauf. Also wunderschönes Poster. Und auf der anderen Seite, ja, da habt ihr hier eine wunderschöne Blumenwiese mit Regenbogen. Und die beiden kennen wir auch. Die sind auch schon als Figuren bei Schleich hier erschienen. Name fällt mir jetzt aber gerade nicht ein, ne? Man kann nicht alles wissen. Aber ja, zwei wirklich wunderschöne Poster. Da fällt es wieder schwer, was man aufhängen möchte, ne? Am besten jede Woche einmal wechseln, bis das nächste Magazin erscheint, ne? Also, so, dann wisst ihr, es gibt auch eine App. Tauche ein in die fabelhafte Welt von Bayala und erlebe zauberhafte Abenteuer. Könnt ihr auf dem Tablet oder auf dem Handy spielen. Erkunde die fantastischen Reitstrecken, erstelle magische Wesen und deine eigene Elfe, besuche geheimnisvolle Orte und löse spannende Aufträge im Elfenreich. Ja, hier, das ist der QR-Code, müsstet ihr eigentlich so einscannen können und zack, einfach das Video kurz anhalten. Dann könnt ihr es in aller Ruhe einscannen. Und wir gehen hier weiter zu einem kleinen Poster. Freund der Sterne, Fayo, ne? Die Na4-Poster. Hier haben wir Rätsel, die Jagd nach den Diamanten. Pegasus, Juna ist auf der Suche nach Perlenmuscheln. Hilfst du ihr auf den richtigen Weg? Ja, das könnt ihr selbstverständlich machen. Und jetzt kommen wir hier zum Steckbrief von Fayo. Ja, Sterneneinhorn, Fayo. Sanft und schön, das ist Fayo, der stolze und liebevolle Hengst, wacht über alle magischen Bewohner von Bayala. Lerne ihn kennen. Das hier ist ein wunderbares Ausmalbild. Hier habt ihr quasi schon die Vorlage nebendran. Das ist das Magazin-Cover. Und so könnt ihr ihn anmalen oder wie es euch am besten gefällt. Also hier, komm, Steckbrief. Aussehen. Weißes Fell, pinke Mähne, Schweif und Horn, violette Fesseln und Hufe. Charakter ruhig, besonnen, freundlich, stark. Zauberhaftes Merkmal. Sein wunderschönes Sternentattoo, das mag er gerne. Funkelnde Sterne, das mag er nicht so gerne. Wenn jemand verloren geht, Lieblingsplatz, das Sternblumenfeld. Aha, ist es das Sternblumenfeld? Vermutlich, oder? Ja, sieht klasse aus, ne? Passt zur Farbe seiner Mähne und von seinem Schweif. Aber ob sich da ein Hengst Gedanken macht, weiß ich nicht. Schon gewusst, der schöne Hengst besitzt eine ganz besondere Magie. Mit Hilfe seines Tattoos kann er verschwundene Lebewesen wieder aufspüren. Wenn sein Stern funkelnd aufleuchtet, hört Fayo die Stimme der Wesen, die er sucht. So erfüllt er seine Aufgabe als Wächter und kein Bewohner des Königreichs Bayala geht je verloren. So, dann hat er auch noch einen Herzenswunsch. Das Abenteuer mit Dori und den Sonnenelfen hat Fayo eines gezeigt. Ihm macht es richtig Spaß, die Bewohner von Bayala überall herumzuführen. Sein heimlicher Plan ist, der beste Pfadfinder Bayalas zu werden. Okay, das zu Sterneneinhorn Fayo. Dass ihr Bayala abonnieren könnt, das ist nichts Neues. Ja, gerade wenn ihr Probleme habt, die Magazine zu finden am Kiosk, hier kriegt ihr jede Ausgabe zu euch an die Haustür geliefert. Und ihr wisst, ich sage es ja einfach nochmal dazu, wenn euch mal eine Ausgabe durch die Lappen ging und ihr es nicht bekommen habt, dann schaut mal in den Shop vom Blue Ocean Verlag, da kriegt ihr die Magazine, auch ältere Ausgaben, okay? So, dann schauen wir uns nochmal zwei Seiten an. Und zwar die hier. Ich sagte ja, ihr könnt euch hier eine Einhorntasche selbst machen und das ist relativ einfach. Aber ihr seht, super effektiv. Fea liebt Mode und kennt immer die neuesten Trends.
Hier zeigt sie dir, wie du ihre schicke Tasche nachmachen kannst. Das brauchst du. Einfarbiger Jutebeutel, Vorlage von Blue Ocean, Pappkarton, Stecknadel, Stoffmalfarben in Pink, Rosa und Gold, Bleistift mit Radiergummi, außerdem eine Schere. Und so geht's. Zuerst druckst du die Vorlage aus und klebst sie auf einen Pappkarton, dann schneidest du sie aus. Jetzt pinnst du die Vorlage mit Nadeln auf deinen Beutel fest, leg ein Stück Pappe hinein, damit die Farbe nicht auf die Rückseite durchdruckt. Ja, ist wichtig. Tippe den Radiergummi in die pinke Farbe und tupfe entlang der Schablone. Verwende die anderen Farben, bis rund um die Schablone Pünktchen sind. Wenn die Farbe ganz getrocknet ist, ziehst du vorsichtig die Schablone ab und entfernst den Karton. Und dann habt ihr so eine schöne Tasche. Ist cool, ne? So, und die Vorlage von Blue Ocean, ich halte es hier mal kurz in die Kamera, dann könnt ihr es lesen. www.blue-ocean.de/bayala und da kriegt ihr Vorlagen. In diesem Fall sieht sie so aus, ne? Da war ich kurz, hab's mir mal ausgedruckt. Deine Vorlage zum Ausschneiden, das wäre der Einhornkopf mit der Mähne, mit der gestrichelten Linie, wo ihr ausschneiden müsst. Und das könnt ihr dann quasi als Vorlage hier auf die Jute-Tasche legen. Und dann mit dem Radiergummi, ne, Bleistift hinten einfach drumrum tupfen, bis ihr hier schöne bunte Punkte habt. Innen ein bisschen dichter, nach außen ein bisschen weniger. Und dann kriegt ihr hier so eine tolle Tasche, oder? Ist doch cool. Und wie schon gesagt, geht mal auf die Seite von Blue Ocean, da findet ihr noch viel, 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 viel mehr. So, jetzt gucken wir uns noch die Vorschau an. Was finden wir im nächsten Magazin? Und ja, da gibt's Kiana. So sieht es aus. Das gibt's in der nächsten Ausgabe. Das ist wieder ein Fohlen. Rosa mit so einer weinroten Mähne, Glitzermähne und Schweif und auch wieder ein Tattoo. Die Hufe sind ja auch weinrot oder vielleicht ist auch pink. Das werden wir sehen. Hier habt ihr nochmal ein schönes Bild zum Ausmalen. Naraya wartet gespannt auf die nächste Ausgabe. Male sie an und die Zeit vergeht ganz schnell. Hier habt ihr übrigens auch noch die ganzen Lösungen aus dem Magazin. Also das gibt's beim nächsten Mal. Dann haben wir hier auch noch Kärtchen, Wahrheit oder Pflicht. Könnt ihr ausschneiden und spielen. Für 2 bis 6 Spieler traust du dich. Mit diesem Spiel lernst du deine Freundinnen bestimmt noch besser kennen. Sonnenelfen, Ehrenwort. Okay, also das dazu. Ja, das neue Bayala, die Nummer 48 für 7,99 € und mit dabei dieser hammermäßig riesengroße Fayo. Also das ist eine richtige Schleichfigur. Hier ist auch ein Schleichstempel unten drauf. In einer neuen Bemalung. Und den werde ich, wie schon gesagt, im nächsten Video, ich mache das gleich mit dran, mit den anderen beiden, die bisher erschienen sind, vergleichen. Ne? Zum einen das Mandala-Einhorn und dieses blaue Beach-Wellen-Einhorn, was es exklusiv gerade im Schleichshop gibt. Also jetzt haben wir die Figur schon das dritte Mal. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Repaint, muss man sagen. Das schauen wir uns dann an. Und es ist natürlich auch eine Limited Edition, okay? Ich darf euch sagen, ich kriege nochmal 2 davon. Die werde ich dann auch miteinander vergleichen. Mal gucken, ob die Bemalung überall gleich gut ist oder ob man auf was achten sollte. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im nächsten Video, wo ich den hier besprechen werde. Das findet ihr hier in dieser neuen Bayala-Ausgabe. Für 7,99 €. Ich sag ja, ist teuer, aber ihr kriegt hier halt ein großes Schleicheinhorn mit dazu. Plus Magazin. Das ist schon eine coole Geschichte. Okay? Gut, dann viel Spaß mit eurer Tasche, mit dem Basteln. Ich drücke euch die Daumen, dass es schön wird, dass es gut wird. Vorlage runterladen, nicht vergessen. Damit bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Ruppi. Yay. Yeah.